Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Softwarecasts. Heute geht es um Green Serverless Batch Jobs. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar den Manuel. Manuel, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ja, hey zusammen. Ich bin der Manuel Wessner. Ich arbeite seit gut 4 Jahren bei der Firma Codecentric, da als IT-Berater, Softwareentwickler. Bin da in den letzten Jahren vor allem im Serverless-Bereich aktiv, in der Cloud rund um AWS, und komme ursprünglich so ein bisschen aus der Backend-Ecke. Java, Kotlin sind so mein Steckenpferd, aber jetzt eigentlich hauptsächlich nur noch TypeScript und schlage mich damit rum. Genau. Damit schlägst du dich rum. Ja, super. Genau. Ja, wir haben jetzt das Thema Green Software beim Softwarecast schon mal gehabt. Wir hatten schon mal Folgen mit Gästen dazu. Das heißt, wir haben uns die Green Software Foundation angeschaut. Wir haben uns die Prinzipien angeschaut und sind auch schon mal so sehr oberflächlich in das Thema Carbon Awareness eingestiegen und so weiter. Also da, das können unsere Zuhörer, können sich das da nochmal anhören. Das heißt, ein bisschen könnte man sagen, findet da auch schon statt. Wissen Sie schon ein bisschen Bescheid, ja. Genau, ja. Jetzt geht's nochmal einen Schritt weiter. Und da finde ich es nämlich total spannend zu sagen, wenn ich in der On-Premise-Welt arbeite, da hat man ja, da stehen ja einem die Türen ja offen. Da haben wir, glaube ich, auch eine gute Idee, wie man Dinge messen kann, wie man Dinge so an den Start bringen kann. Und so als der heilige Gral wird ja immer dann die Serverless-Entwicklung genannt. Ich übertreibe jetzt. Aber trotz allem, du bist, vielleicht kannst du da mal so einhaken, ne? Du, aus welcher Ecke du da kommst und wie du es bisher so gesehen hast. Ja, genau. Also ich sag mal, ich komme jetzt aus der Ecke, wo wir jetzt hauptsächlich eher so, wir waren zwar schon früh Cloud bei jetzt, sagen wir mal, den Kunden, wo ich unterwegs war, aber es war dann meistens immer so Spring Boot Anwendung, Java, und das waren halt so VMs, also virtuelle Maschinen in der Cloud, die halt ständig liefen, und den Datenbankcluster, also hatte man eigentlich immer hohe Ausgaben auch, also obwohl wir eigentlich kaum irgendwie Besucher hatten oder so, da wurden dann auch immer vierstellige Beträge für alle möglichen Instanzen gezahlt. Und in anderen Teams sind wir dann langsam zu diesem Serverless Approach umgestiegen. Und anfangs war ich noch ein bisschen noch ein bisschen vorsichtig, ob das sich wirklich lohnt und cool ist. Und mit der Zeit habe ich gesehen, ja, okay, das ist eigentlich ganz geil, weil da läuft halt nur was, wenn auch wirklich Traffic ist oder wenn du Nutzer hast. Im konkreten Fall hatten wir sowas wie so eine Rechnungserstellung, und der Server hat dann einfach rumgeeitelt, und dann haben wir das mal umgestellt, und dann hatte mal einmal im Monat halt Kosten und sonst nichts. Dann ist man plötzlich von diesen mehreren Tausend von Euros Kosten zu, ja, ich sag mal, paar, ja, vielleicht 50 Euro runter oder so. Ist übertrieben dargestellt. Und ja, genau, also ich fand dann eigentlich ganz spannend, dass das so geht und dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Der Nachteil für mich persönlich war, ich sage jetzt mal, ich komme aus Java, Kotlin-Ecke, und das fand ich eigentlich immer ganz cool, die Sprache an sich. Und JavaScript und TypeScript war für mich immer so ein rotes Tuch. Aber aus Gründen hat sich das gut angeboten im Serverless-Kontext. Ja, und da musste ich da anfangs zumindest sehr in den Apfel beißen, also genau. Okay, also für dich war so der Weg, ihr macht das viel on-premise, ihr habt da ein System, also einen virtuellen Server wahrscheinlich, der dafür komplett gebucht wurde, und da hast du jetzt einen großen Hebel gesehen zu sagen, okay Leute, wir können hier massiv Kosten sparen. Das heißt, da hast du dann einen Technologiewechsel forciert, konntest den gut begründen und verkaufen, so dass da dann Kosten auch sehr stark eingespart werden. Ja, genau. Also das haben nicht nur ich forciert, das hat das ganze Team dann forciert. Es gab dann quasi im Team die Diskussion, hey, das war zuerst nur prototypisch gebaut, das musste alles schnell gehen, und dann wollten wir, okay, jetzt bauen wir es richtig. Wie bauen wir das dann neu? Und dann gab es so, ich sag mal, zwei Wege. Der eine Weg, das nochmal dasselbe, einfach in jetzt final, sage ich mal. Und das andere war so Serverless Approach. In dem Fall war es so ein Dienst, der heißt Step Function. Also ist so einfach so ein Workflow, quasi Abarbeitung von einzelnen Schritten. Es hat sich halt angeboten,
weil die Rechnungsstellung relativ, sagen wir, nach fixem Ablauf einmal im Monat funktioniert hat. Mhm. Ja, und dann sind wir da umgestiegen und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Also man musste da halt, sagen wir, sich ein bisschen reinfuchsen am Anfang, so war halt neu. Plötzlich so hat man sich so Fragen gestellt, ja, wie teste ich das jetzt? Da läuft gar kein Server bei mir auf dem Rechner und geht das überhaupt und so. Aber da hat man manchmal auch ein bisschen gemerkt, okay, da ist man auch ein bisschen festgefahren über die Jahre. So, okay, ich brauche da irgendwas Lokales, was hier läuft. Ich kann nicht irgendwie damit nicht so gut umgehen, wenn da jetzt was nicht bei mir läuft, obwohl es am Ende des Tages kann man genauso Unit testen, ob da jetzt ein Server läuft oder nicht. Und die Integrationstests, ich sage jetzt mal so, die verschieben sich ein bisschen. Und ja, später dann, ich sage mal, habe ich dann auch gesehen, so als Green Software ein bisschen aufkam, dass da ganz gut Synergien gibt. Ja, der Motivator für dich war jetzt ja auch, ja klar, Geld sparen, aber wir reden jetzt ja hier aber auch aus der Sicht Green Software. Das heißt, Geld sparen und was Gutes für die Umwelt tun, geht ja da auch Hand in Hand. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, der auch nochmal sehr interessant wird, weil was du beschreibst, ist ja ein Use Case, Massendatenverarbeitung. Und dann auch nicht wirklich, also wirklich nicht Realtime, sondern Rechnungserstellung in dem Fall einmal im Monat. Das heißt, da muss man jetzt auch nicht wirklich sagen, das muss jetzt Punkt zu dieser Uhrzeit passieren, sondern da hattest du auch eine gewisse, oder ihr habt dann eine gewisse Flexibilität, wann das jetzt alles genau läuft und welche Auswirkungen das Ganze dann hat. Ja, genau. Also das lief im Endeffekt so ab, dass da sich ein Mitarbeiter hingesetzt hat. Am Ende des Monats hat so einen Rechnungslauf gestartet und hat dann gewartet, bis der Rechnungslauf zu Ende war. Und dann hat er quasi alle Rechnungen gehabt und die konnte er dann verschicken. So lief das ab. Und ja, jetzt wenn wir schon uns, sag ich mal, in Green Software drauf beziehen, sieht man, da gibt's viele Potenziale bei dem System, ja. Also genau dieses Carbon Aware, sage ich jetzt mal, oder jetzt im Sinn von, wenn wir es jetzt am Namen nennen, Time Shifting, also dass ich einfach die Arbeit später tun kann, wenn es die Energie grüner ist oder das Grid grüner ist, bietet sich da wie die Faust aufs Auge an. Also das ist wirklich ziemlich praktisch da. Und ich sage mal so, da hast du auch nicht so einen Zeitdruck. Also die Mitarbeiter, wenn das heute nicht funktioniert, dann ist morgen auch noch in Ordnung. Ja. Hauptsache Anfang des Monats können die Rechnungen irgendwann rausgeschickt werden. Jetzt hast du gesagt, das Grid ist mal grüner, hast du gerade gesagt. Ich glaube, das solltest du vielleicht auch noch mal kurz erklären. Ja, genau. Also das Netz oder das Energienetz wird ja von verschiedenen Energieträgern eingespeist. Also wir haben einerseits jetzt in Deutschland Kohlestrom. Ich glaube, wahrscheinlich Atomstrom haben wir bestimmt auch. Deutschland Wasserkraft viel hat oder viel Wind noch. Und die sind unterschiedlich grün, sage ich jetzt mal. Also ich sage jetzt mal, Kohle ist nicht so geil für die Umwelt, um es mal nett zu formulieren. Und ja, ich sage mal, Solarstrom oder so ist natürlich bedeutend besser. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Sonne halt gerade nicht scheint in Deutschland, weil gerade viele Wolken da sind. Und dann brauchen trotzdem alle Strom und dann geht man halt auf Kohle zurück. Und ja, das heißt, das ist dann nicht so geil, wenn wir viel Strom brauchen, dann belasten wir die Umwelt eher, als wenn wir jetzt sagen, okay, die Sonne scheint, keine Wolken, grüner Strom, ich kann gerade viel Energie nutzen und ich habe nahezu keinen Impact auf die Umwelt. Genau, also verschiedene Tageszeiten sprechen dafür, dass erneuerbare Energien zu einem gewissen Grad vorhanden sind oder auch nicht. Da ergibt sich jetzt auch die Frage, wie finde ich denn das eigentlich raus? Also das ist ja vielleicht nochmal so der nächste Schritt. Du weißt jetzt, du hast so einen gewissen Workload, den möchtest du jetzt laufen lassen. Aber wie weißt du sogar vielleicht die Software auch, wann ist denn das so? Mhm. Wann könnte man jetzt so ein paar Stunden was laufen lassen? Ja, genau. Da gibt es so verschiedene Provider, die diese Daten, Emissionsdaten für einzelne Orte dir geben oder Länder im konkreten Fall. Einerseits Electricity Maps, einer der großen Provider, und der zweite ist Wattime.
ich sag mal, die haben noch einen kleinen Nachteil, also die sind beide bezahlt hauptsächlich, also die bieten eine API an, wo man die aktuellen Emissionsdaten für einen Ort oder mehrere fetchen kann oder holen kann. Die bieten auch einen Forecast an, nur ist es so, der Forecast, dafür bieten sie dich zur Kasse. Und das ist auch nicht gerade wenig, also gerade so, ich sage mir jetzt so, in dem Umfeld, wo wir uns bewegen, überlegt man sich dann zweimal, ob man so viel Geld in die Hand nehmen will für sowas. Genau. Und gerade so, wenn man vielleicht noch kostensensibel ist, jetzt gerade so ist, bist du verwöhnt jetzt von den Serverless-Dingen, wo wenn kein Traffic plötzlich keine Kosten mehr hast, bist nicht mehr in diesen mehreren Tausend. Und dann leuchtet es vielleicht auch nicht ein, mehrere Tausend dann Euros zu zahlen für einen API-Zugriff, damit man einen Forecast hat. Genau, aber es gibt auch für Europa zumindest gibt's einen kostenlosen Anbieter. Also es gibt vom Fraunhofer Institut gibt's auch Daten, gerade für die europäischen Länder. Und da ist auch der Forecast kostenlos dabei. Und das ist dann ganz nützlich, weil man dann, ich sage mal, ohne großen Invest zumindest für Europa die alle nötigen Daten hat. Und die auch ohne Probleme abrufen kann und verwenden kann. Sollten wir auch in den Shownotes am besten verlinken, weil das ist ja auch ein ziemlich einfacher Anmeldeprozess, also eine OpenAPI-Spezifikation, da kann man seine E-Mail-Adresse hinterlegen, bekommt einen Aktivierungslink, dann kann man das ja auch ganz schön nutzen. Und du gerade schon beschrieben hast, der Invest dadurch fällt erstmal weg und ist dann nicht bloß. Ja, super. Ja. Das klingt doch schon mal gut. Da haben wir so ein paar Building-Blocks schon mal zusammen und auch, wie das alles so vielleicht gleich funktionieren kann. Ja, genau. Also vielleicht muss man noch dazu erwähnen, die Fraunhofer API, die ist komplett kostenlos und ohne Registration. Also die funktioniert ohne Authentifizierung. Jetzt können wir kurz einen Überschlag machen, glaube ich. Es gibt nämlich... es gibt so eine Software, eine Library, die heißt Carbon Aware SDK. Die ist von der Green Software Foundation. Die habt ihr vielleicht auch schon beleuchtet, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Die versucht so, die Daten zu standardisieren über diese verschiedenen Provider. Also die hat quasi einen Layer über What Time und Electricity Maps. Und weil diese, ich sag mal, da fehlt der Provider, das Fraunhofer Institut. Und da hat jemand hier auch aus Karlsruhe, Aydin, hat da quasi sich einen Fork gemacht von dem Carbon Aware SDK und da einfach diesen Fraunhofer Provider dran gemacht. Das heißt, in diesem Fork, der ist jetzt quasi kompatibel zu Upstream und man hat quasi kostenlosen Forecast. Das Ganze. Ja, gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil darauf habe ich mich genau bezogen mit der Anmeldung. Ja, genau so. Genau, und bei seinem, das bietet er als gehostete Variante an und da muss man sich anmelden, damit man eine API-Key kriegt. Genau. Soweit ich weiß, aber muss man sich auch nur anmelden, damit er, falls er mal API-Änderungen machen will, da den Leuten Bescheid gibt, falls er Breaking Change gibt. Das heißt, du hast jetzt für deine Serverless-Anwendung hast du eine Möglichkeit gefunden, über das Carbon Aware SDK dann auch Daten zu bekommen. Dann geht's ja so richtig. Dann mal los mit CO2-Einsparung. Ja, genau. Also ich dachte mir dann halt, ja, okay. Ich sage mal, in Green Software Development ist häufig viele, ja, wie spare ich Sachen ein, wie nutze ich weniger, wie kann ich Scale to Zero, sag ich mal, jetzt vielleicht eher im Kubernetes-Umfeld oder schaltet eure Dev-Cluster ab, so. Das trifft ja alles quasi immer zu und das sind echt gute Hebel, gerade so im klassischen oder auch modernen Umfeld mit Kubernetes Cluster und so. Da habe ich immer ein bisschen so mich gefragt, ja, schön gut, schaltet eure Sachen ab, ja. Ja, bei uns läuft halt schon fast nichts, also ich kann da nicht viel groß abschalten, das kommt halt erst, wenn da auch User sind. Und dann dachte ich so, kann ich auch noch was tun im Serverless-Bereich, wo ich vielleicht grüner werde oder Carbon Aware? So bin ich ein bisschen da rein gestolpert in dieses Thema und dann auch auf dieses Carbon Aware SDK und dann gemerkt so, ja, okay,
das ist jetzt auch vielleicht nicht so häufig beleuchtetes Thema, weil die Schnittmenge von Leuten, die sich für beides interessieren, relativ klein ist. Also ich sage jetzt mal, Serverless ist im Vergleich zu Kubernetes oder so jetzt eher noch ein Nischendasein, leider würde ich jetzt sagen, oder vielleicht nischiger, als man vielleicht erwarten würde. Und Green Software ist leider auch noch in den Kinderschuhen, zumindest so, was ich mir so gespiegelt wird, sagen wir es mal so. Und dann fand ich es ganz spannend zu gucken, ja, gibt es eine Möglichkeit, wie ich die beiden Themen verbinden kann? Und dann bin ich, sind wir dann auf eine Idee gekommen, so, ja, wir könnten eigentlich so eben dieses AWS Step Functions nutzen. Also sprich das, was wir eigentlich sowieso schon auch in Vergangenheit genutzt haben für diese Abarbeitung der Rechnungsschritte, sage ich jetzt mal, das können wir einfach verwenden als zusätzlichen Schritt, dass wir sagen, hey, wir fragen uns mal den Forecast ab zu Zeitpunkt X, überlegen uns, wie viel Zeit wir das Ganze verzögern können und machen das einfach zu einem besseren Zeitpunkt, also timeshiften das Ganze. Und da mit der Fraunhofer API ging das eigentlich ganz gut. Also mit diesem Carbon-Aware SDK Fork, also sprich, das hatte eigentlich relativ minimalen Impact. Wir haben da einfach einen Schritt davor noch eingefügt, der diesen API Call macht. Und da gibt man rein, für welchen Ort man das machen möchte und wann das spätestens starten sollte. Und dann kriegt man den besten Zeitpunkt hin. Und dann kann man so lange warten. Und diese Step-Functions sind so gemacht, dass Warten quasi, ich sag mal, das kostet ja keine Compute. Also ich nehme an, man weiß natürlich nicht, wie intern das oder implementiert ist. Es hat immer so eine Sache mit den Cloud-Providern. Aber ich vermute, Warten kostet nichts im Sinn von, oder fast nichts im Sinn von Umweltkosten. Da kann man einfach so lange warten, bis dieser perfekte Zeitpunkt kommt und dann kann man die Rechnungserstellung anmachen. Das ist eigentlich die Idee gewesen. Ja, so. Ja, das heißt, die Daten bezieht ihr euch dann aus der API. Sind das denn, oder das heißt, du weißt, in welcher Region natürlich der Workload läuft und du kannst dann darüber davon ausgehen, dass es dann ungefähr so der Strommix ist des Netzes gerade in der Region oder gibt es da noch bessere Informationen oder vielleicht andere Quellen? Ja. Genau, das ist ein guter Punkt. Ich sage jetzt mal, das könnte man an dem Ganzen natürlich kritisieren und man kennt den Strommix von AWS selbst nicht oder von ihren Datencentern. Mhm. Da sind sie auch ein bisschen geheimnisvoller als jetzt vielleicht, als sie sollten oder als das Green Software Brille sein soll. Das hast du aber sehr, sehr nett gesagt. Ja. Genau, also da ist quasi, ich sag mal, eine gewisse Unschärfe dabei. Ich gehe einfach davon aus, hey, wenn wir jetzt in Frankfurt sind, dann nehme ich für Deutschland und hoffe, dass der Strommix im Datenzentrum von AWS in Frankfurt etwa gleich ist wie der von Deutschland. Das ist natürlich nicht genau so, aber ich sage jetzt mal eine Annäherung. Ich würde jetzt auch mal sagen, AWS hat da noch viele Hausaufgaben zu machen. Also ich sage mal, von den drei Großen, glaube ich, mit am schlechtesten unterwegs. hätte ich jetzt gesagt. Ist ein bisschen schade. Die haben auch so ein Cloud Carbon Footprint Tool in ihrem Cost Explorer. Der größte Nachteil da ist, dass man die aktuellsten Daten sind 3 Monate alt. Genau. Ich weiß nicht genau, was es für Gründe gibt, dass die 3 Monate alt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht Angst haben, dass da, also entweder zu wenig Interesse, dass die Kunden da aktuelle Daten haben oder irgendwas, was sie dazu hindert, dass sie die Daten public machen. Also vielleicht, ich glaube, sie sind auch sensibel bei der Frage, wo ihre Datencenter liegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein möglicher Grund ist, so als Side-Channel-Angriff, so, dass man aufgrund der Ausstoßung dann ableiten kann, wo sie sind, aber ja, ist halt vielleicht auch nur so, könnte als vorgeschobener Grund gelten. Also die Annahme, die du da hast, ist, es wird schon mindestens so gut sein wie in der Region, weil man würde ja schon davon ausgehen, wenn man jetzt irgendwo dediziert nochmal Strom bezieht, dass man dann auch vielleicht eher grüneren Strom nochmal
direkt bezieht, als dass man jetzt nochmal sagt, so kriegen wir jetzt möglichst dreckig unseren Strom. Ja. Ja. Das so als Annahme. Okay. Dann. Ja, das heißt, ist halt eine Annahme. Ich kann da es keine Daten dazu gibt, kann ich da mir nicht sicher sein, aber ich würde sagen, hey, wenn es für ganz Deutschland ein besserer Strommix ist, dann wird es vermutlich in jedem Datencenter vermutlich auch einen besseren Strommix haben. Okay, super. Das heißt, durch dieses Vorgehen schaffst du es, den Workload für diese eine Massenverarbeitung auf eine Zeit zu schieben, die gerade optimal ist. Genau. Das ganze Pattern aber ist ja möglich für alles, was so diese großen Verarbeitungsschritte sind. Das heißt, wenn ich irgendwo Workload habe, der verarbeitet werden muss und ich diesen nicht zeitkritisch habe, dann kann ich so diese Schritte gehen, dann kann ich diese entsprechenden, also vielleicht sogar auch mit Step-Functions, aber ich meine, es ist ja alles irgendwo möglich dann. Ja, genau. Also genau dieses, ich sag mal, dieses Carbon-Aware nennt sich das, das Pattern, so, ist Carbon-Aware Computing, also mach deine Compute-Time, wenn du sie verschieben, also mach sie dann, wenn grüner Strom ist. Oder in Regionen, wo grüner Strom ist, das wäre die Alternative, so im Sinne von, wenn du zeitlich nicht verschieben kannst, kannst du es vielleicht auf der Welt verschieben. Also wenn du jetzt vielleicht einen weltweiten Cluster hast, macht es vielleicht Sinn, ja okay, wir haben hier gerade Nacht, aber vielleicht in Amerika läuft gerade, scheint die Sonne und Solarstrom überall. Genau, dann kannst du es auch da verschieben. Da ist halt ein gewisser Overhead vorhanden. So, irgendjemand muss das halt dahin verschieben und das muss man einplanen. Aber grundsätzlich würde das auch gehen. Wobei, da müsste man wirklich nochmal so die gesamten Emissionen im Blick behalten, hätte ich jetzt mal gedacht. Also je nachdem, welche, also die Datenübertragung an sich erzeugt ja auch mindestens in dem System der Übertragungsleitung nochmal einen gewissen. Ja, du meinst, wenn es quasi Emissions viel mehr, wie sagt man, wenn die Übertragung die Ersparnis übersteigt, ist dann nicht mehr gut. Ja, genau. Und also da finde ich die Transparenz auch momentan noch recht schwierig, also mindestens für mich sehr schwer zu bekommen, weil je nachdem, also wenn es natürlich einfach Glasfaserkabel sind, dann ist natürlich so dieser Overhead geringer, aber ja, was jetzt wirklich so eine Gesamtkost- oder Gesamtemissionsrechnung ist, fände ich jetzt wirklich schwer, das komplett zu überblicken. Und da finde ich jetzt das so als theoretische Möglichkeit natürlich sehr gut, würde ich aber echt im Einzelfall mir nochmal auch genau anschauen, ob das jetzt wirklich so erfolgsversprechend ist. Und naja. Da finde ich das, was du jetzt gemacht hast mit den Batch-Jobs, fände ich da, oder finde ich auf jeden Fall sehr viel nachvollziehbarer, dass das eine gewisse Reduktion dann auch beinhaltet. Ja, beim anderen könnte man sein, dass man dann viel optimiert und am Ende eine noch schlechtere CO2-Bilanz hat, wenn man Pech hat, sage ich jetzt mal. Ja, aber ich finde so dieses ganze Transparenzthema, was du auch gerade schon angesprochen hast, so in Richtung Cloud-Provider, da finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig, dass man da vielleicht im besten Fall sogar irgendwas schon mal simulieren kann, also dass man so eine gewisse Modellierung machen kann, eine gewisse Simulation fahren kann, um zu sehen, okay, das macht jetzt gerade Sinn für diesen Workload oder das trägt vielleicht nicht, aber das ist wahrscheinlich, also für mich wäre das jetzt so der nächste Schritt, um so von diesen ersten Proof of Concepts oder Use Cases, die man optimiert, hinzu, so man geht jetzt mal so die nächsten weiteren Schritte und schaut mal, welche Optimierungen es noch so gibt. Ja. Ist halt teilweise, glaube ich, auch schwierig, weil es eben irgendwo meistens ans Transparenz fehlt. Also auch wenn man sein eigenes Datencenter hätte und da alles messen kann, da hat man trotzdem noch zu wenig, um alles zu überblicken, weil alles trägt irgendwie dazu bei. Und da muss man schon irgendwie, ja, wenn man wirklich messen will, muss man extrem viele Daten zusammenbringen und ja, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Und ich sage jetzt mal, uns wird auch immer eingetrichtert oder ich sage mal in der Branche so von wegen messen, messen, messen. Und gerade wenn dir dann die Daten fehlen, ist das ein bisschen schwieriger. So, ja. Auf jeden Fall. Ja, aber wie du es jetzt auch beschrieben hast, in eigenem, also nur weil es ein eigenes Data Center ist,
heißt es nicht, dass die Daten wirklich transparenter sind. Das kann ich aus Erfahrung auch nur bestätigen. Mhm. Und dann die Cloud-Provider, die sind ja auch teilweise noch zu intransparent aktuell, weil sie einfach zu wenig Daten liefern. Dann ist schwierig. Also in unserem Case, wenn wir dieses Carbon Footprint Tool jetzt öffnen, also inzwischen in einem neuen Projekt, wo wir auch serverless unterwegs sind, aber ich sage mal so relativ überschaubarer Traffic haben, da ist der Report einfach auf 0,00 Mega CO2 oder ich weiß nicht, wie die Einheit da gerade ist, aber man sieht nichts und das ist dann halt schon so, ja okay, ich weiß nicht. Also laut AWS sagen sie, die sind wirklich bulletproof, diese Zahlen, die sind auch quasi belastbar, habe ich schon gehört. Aber die jetzt aus, ich sage mal jetzt aus meiner Sicht Entwickler, der guckt, okay, wie können wir noch besser werden, ist es dann ein bisschen ernüchternd, so im Sinn von, wenn da einfach so schon eine Null steht. Also ja, klar ist es cool insofern, aber du fragst dich dann, okay, was kann ich denn noch tun? Ja. Das heißt, du bist gerade in einem Projekt unterwegs, hast mit einem vorhandenen Workload, der da schon drauf läuft, hast du schon, also du hast den Report bekommen und der sagt einfach CO2-Ausstoß null. Ja, genau. Okay, ach so. Und da läuft auch trotzdem, ist da Workload drauf und also der Energiemix oder was auch immer ist so gut, dass da eine Null stehen kann. Ja, also ich glaube, entweder ist die Einheit da zu hoch, wo dieser Report ist, weil das könnte ich mir vorstellen, oder dadurch, dass wir jetzt, ja, wir haben jetzt nicht keinen Traffic, aber ich sag mal überschaubaren Traffic, aber dadurch, dass wir alles serverless haben, läuft da halt, wenn kein Traffic ist, gar nichts so. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch sehr gering ist, wenn du das jetzt vergleichst mit vielleicht anderen Pattern, also wenn jetzt jemand da EC2-Maschinen oder Kubernetes-Cluster am Laufen hat, dann hast du da halt schon eine große Grundlast, die da einfach ein Rauschen hat. Das fällt da einfach weg. Ich weiß jetzt auch nicht in dem konkreten Fall, wie AWS zu der Zahl genau kommt. Da weiß ich auch nicht, ob sie das irgendwo genau erläutern. So, ich meine, man hat ja auch Dinge, die da ständig laufen. Also, ich sage mal so, dass das API-Gateway, das die Netzwerkanfragen entgegennimmt, das läuft ja auch ständig. Das bezahlt man halt Fixbetrag oder das bezahlt man halt und das läuft da auch ständig. Das geht halt auch nicht anders. Jemand muss Netzwerkanfragen entgegennehmen, aber das fällt halt nicht ins Gewicht so. Ja, stimmt, was du gerade beschrieben hast. Also wenn ich Kubernetes habe, dann habe ich ja irgendwo virtuelle Maschinen laufen oder Instanzen auf jeden Fall, die für mich und für meinen Workload dann wirklich reserviert sind. Das heißt, das, was bei Serverless-Anwendungen so der Vorteil ist, dass man so das über eine große Community teilen kann, die das dann jeweils nutzen können, ist natürlich da nicht gegeben, weil man müsste dann für sich als Organisation optimieren. Man kann da dann schauen, dass jeder, weiß nicht, jedes Projekt bekommt einen eigenen Namespace oder jede Anwendung oder wie auch immer man das organisiert. Aber wenn einfach gerade wenig los ist, dann hat man so diese Grund, einfach die Server, die laufen, die man dann komplett bezahlt und die auch einfach das CO2 in die Luft pusten, obwohl sie gerade wirklich nichts Sinnstiftendes tun, sondern da läuft irgendwas im Kube System, irgendwelche Logging-Anwendungen oder weiß nicht, Grafana und alles protokolliert schön den aktuellen Zustand, dass hier gerade nichts passiert. Ja, exakt, genau. Also da läuft eine Grundlast an Kubernetes, an Nodes, die sind auf verschiedenen physischen Maschinen, meistens Beefy, also große Server, die auch dementsprechend Strom brauchen und für dich reserviert sind. Ich glaube, da die wenigsten nutzen da jetzt, sag ich mal, so kleinere dazu, da fährt man auch immer gerne mit Reserven, die dann für den Extremfall da sind. Also wissen wir auch, das ist aus der Green Software Brille natürlich nicht gut. Aber das ist meistens immer so eine Daumenregel, sage ich jetzt mal. Sagt man, ja, machen wir noch ein bisschen Reserve, ein bisschen mehr, lieber zu viel als zu wenig. Weil im Bedarf ist es vielleicht schwierig, da nachzurüsten. Ist manchmal dann auch noch administrativ. Gibt sicher auch Teams, die da um Erlaubnis fragen müssen. Also bei uns, beim Kunden ist es jetzt relativ relaxed, die Nutzung. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die für jeden neue Ressource, die sie anlegen müssen sie ein Support-Ticket eröffnen. Und dann
denkst du dir auch, ja, okay, dann mache ich lieber jetzt ein bisschen zu viel, dann muss ich später dem Ganzen nicht hinterherrennen. Ja, ich glaube, wenn man dann auch so in diese Richtung das nochmal abgrenzt, in Richtung Kubernetes, da sind ja wahrscheinlich so diese Plattform-Engineering-Themen nochmal interessant. Also, dass man insgesamt gute Patterns aufbaut, aber die nicht aufbaut, indem man Excel-Files schreibt oder indem man, ich weiß nicht, Service-Desk-Automatisierung baut, sondern indem das wirklich im Code verankert ist. Best Practices zum Energiesparen, zum Ressourcensparen, vielleicht auch ein Autoscaling, was man vorsieht, dass so ein Cluster automatisch vor sich hin wachsen kann und so. Das ist ja dann vielleicht nochmal so ein Weg. Ja, ja, ich glaube in den Fällen, also Scale to Zero ist bei Kubernetes auch sehr schwierig. Deswegen kann man meistens nur auf wenig runterskalieren, was ja schon optimal ist. Machen aber auch nicht alle oder wenige, ich weiß nicht. Vielleicht hast du da einen breiteren Blick als ich. Ich habe das Gefühl, das ist einfach nicht so im Fokus häufig, weil ja, die Server stehen da. Die kann man auch nutzen. Also ja, vielleicht sage ich das ein bisschen zu plakativ, aber so ist mein Eindruck. Ja, genau. Also deswegen reden wir ja auch heute über den Serverless-Partner. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall gut rübergekommen, wie flexibel man da ist. Und was man da dann doch noch optimieren kann oder welchen Hebel man da auch hat. Das fand ich auf jeden Fall da wirklich nochmal sehr spannend. Und ich glaube, so die Einordnung des Ganzen finde ich auch nochmal cool. Ich finde immer so als Muster oder was so als Story, finde ich bei mir ganz gut verfängt ist, wenn man das so mit dem Privatleben verknüpft. Also wenn Leute, ich weiß nicht, vielleicht so eine Balkonsolaranlage haben oder so eine eigene PV-Anlage haben und dann selber merken so, ach stimmt, jetzt, wenn die Sonne scheint, mache ich mal die Waschmaschine an oder so. Das ist ja auch immer so ein Fall. Ich glaube, das holt auch ganz viele Leute einfach mal schnell ab. Und was anderes, also das ist jetzt keine Waschmaschine, die du da anwirfst, ne? Das ist eine Massendatenverarbeitung, aber so mit diesem gleichen, so eigentlich von der gleichen Idee her. Also es ist ja wirklich, ja, wenn man es runterbricht, so simpel. Es ist wirklich, also es ist simpel. Man muss auch im Endeffekt nicht viel tun, also man muss ein paar Stellschrauben machen, aber im Endeffekt ändert sich nichts an der eigentlichen Verarbeitung, verschiebt sie ja nur und das muss man halt machen. Und ich glaube auch, du hast schon recht, also das liest man auch immer wieder, Leute, die sich so eine PV-Anlage oder Balkonkraftwerk nutzen, dass die plötzlich viel weniger Strom nutzen, alleine deswegen, weil es transparenter für sie ist und sehen so, oh, ich speise gerade Energie ein. Und dafür kriege ich fast kein Geld. Gucke ich, dass ich die selber nutzen kann. Ich hau jetzt noch eine Wäsche rein oder mach noch einen Geschirrspülgang. Weil, keine Ahnung. Sowas. Also wenn du nicht gerade ein E-Auto hast und da laden kannst. Ja, keine Ahnung. Ich glaub, dieses Pattern kann man auch auf da Softwareentwicklung so, wenn die Teams sehen, angenommen als Plattform-Team, stellst du eine Möglichkeit zusammen, jetzt serverless oder nicht, ist immer erstmal egal, einfach diese Daten transparent zu sehen, werden sich die Teams auch bewusst, oh, okay, ich habe hier einen Service, der extrem viel braucht und ich weiß eigentlich jetzt, dass der gar nicht so viel tut und überlege mir vielleicht, ja, okay, muss das sein und überlege, wie ich es vielleicht besser machen kann. So, ich habe das Gefühl, da kann man auch viele Teams da in diese Richtung enablen, dass man zeigen kann, hey, durch deinen Verbrauch auch ein bisschen anregen kann, so, hey, da gibt's Optimierungspotenzial. Ja, ich glaube, die Sichtbarkeit ist wirklich nicht vorhanden. Also wenn ich mir das auch mal so anschaue, dass es eine Kostentransparenz gibt, das finde ich ist schon sehr, sehr selten. Also dass man wirklich bis zum Team runter ganz transparent sagen kann, das kostet jetzt so und so viel Euro oder Dollar, was ihr hier gerade macht, und dann vielleicht auch noch je nach Stage aufgetrennt, das sehe ich wirklich sehr selten. Was ich, glaube ich, bisher noch nie gesehen habe, ist wirklich mal so die Transparenz, das, was ihr hier macht, erzeugt übrigens so und so viel, weiß nicht, CO2-Äquivalent-Tonnen, das habe ich noch nie gesehen. Wäre aber auch mal ein Schritt, also zu sagen, guck mal hier, du könntest jetzt hier, weiß nicht, so und so viel Espresso kochen oder das ist jetzt hier gerade dein Service, der gerade eigentlich nichts macht. Ja, genau. Also ich habe da auch das Gefühl, da kann man noch viel mehr machen. Eben gerade, also ich sag mal, du bist wahrscheinlich da mehr im Thema, aber die meisten wissen nicht mal, wie viel Kosten sie produzieren und da sind die Leute schon sensibilisierter oder die Firmen, habe ich das Gefühl, schon sensibilisierter, dass sie da gucken drauf, so hey, da gibt's Kostenersparnispotenzial.
Aber von CO2 sind wir da noch weiter weg. Also eben, das wäre dann der nächste oder besser noch der vorherige, aber realistisch wahrscheinlich nächster Schritt, ja. Das war doch jetzt mal richtig spannend, fand ich auf jeden Fall. Manuel, haben wir irgendwas noch total vergessen? Hätte ich dich noch nach irgendwas Wichtigem fragen sollen? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann sein, dass wir was vergessen haben, aber dann ist es so. Vielleicht gibt es einen Teil 2. Vielleicht gibt es einen Teil 2, genau. Ja, super. Dann würde ich auf jeden Fall erstmal sagen, Manuel, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Vielen Dank auch Marco fürs Organisieren. Sehr gerne. Und ich sage auch mal direkt tschüss.